Top 10 rüstet sich noch einmal für den Ernstfall. Heute mit 10 weiteren Tipps, um eine Zombie-Apokalypse zu überleben. Nummer 10. Wähle das richtige Outfit. Wenn du dir deine Sachen für die Flucht zusammensuchst, sind Outdoor-Klamotten die perfekte Lösung. Kevlar-Motorradklamotten sind zwar nicht so bequem, aber dank der starken Fasern sind sie wasserdicht, bissresistent und es ist schwer für die Zombies, sich dran festzuhalten. Nummer 9. Wenn du aus der Stadt fliehen musst, zur Fortbewegung besorg dir ein Boot oder Kajak und benutze Kanäle oder Flüsse, denn Zombies können nicht schwimmen. Außerdem gibt's keine Staus und du kannst deinen Vorrat schön im Boot verstauen und große Distanzen reisen. Nummer 8. Wenn du zu Fuß unterwegs bist, vermeide Wege, die bekannt, beliebt und deshalb voller flüchtender Menschen, Zombies und Räuber sind. Oft gibt es in der Nähe von Strommasten unbekannte Pfade, perfekt, um sich unauffällig fortzubewegen. Nummer 7. Wenn du Nachschub brauchst, vermeide große Supermärkte, die von Zombies belagert sind. Such dir lieber kleine Tante-Emma-Läden, in denen nichts los ist. Ein heißer Tipp sind auch große Lebensmittellager in Industriegebieten außerhalb der Stadt. Nummer 6. Achte auf die Haltbarkeit von Lebensmitteln. Beschaffe dir einen guten Vorrat, der lange haltbar ist und nicht gekühlt werden muss. Am besten Konservendosen. Erdnussbutter hat zum Beispiel viele Kalorien, ist leicht zu transportieren und ist lange haltbar. Nummer 5. Wenn du Treibstoff brauchst, geh bloß nicht an die Zapfsäule, sondern bohr dir ein Loch in einen Treibstofftank mit einem Schraubenzieher. So kannst du überall Treibstoff abgreifen, ohne bei anderen groß aufzufallen. Nummer 4. Wenn du dich irgendwo niederlässt, achte auf Gangs. Sie sind nämlich gefährlich, denn sie operieren organisiert jenseits von Gesetzen. Vermeide sie, denn sie sind besser bewaffnet und können dich fertig machen. Nummer 3. Wenn du Tauschhandel betreiben willst, Drogen werden so wertvoll sein wie Goldstaub. Wenn du eine Apotheke ausrauben kannst, nehme so viel Fentanyl, Alprazolam, Imipenem, Metronidazol und Adrenalinpräparate wie möglich. Nummer 2. Wenn du eine Nahkampfwaffe brauchst, besorg dir eine, die einfach zu tragen, einfach zu benutzen und einfach instand zu halten ist. Der Lobotomizer ist eine Mischung aus Schaufel und Axt und man kann ihn selber herstellen, indem man die Ecken einer Schaufel schärft. Und die Nummer 1. Du bist gut vorbereitet, wenn du eine Notfalltasche hast, für den Fall, dass du dich ein paar Tage verstecken musst. Hab keine Angst, sie im Notfall einfach wegzuwerfen. Hier steht auf jeden Fall alles, was du für deine Notfalltasche brauchst. Schau genau hin. Okay, viel Glück, ich bete für dich. Mach's gut und auf Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Klicke auf das Logo, um Top 10 zu abonnieren. Links gibt's den letzten Clip und rechts könnt ihr klicken, um den ersten Teil zu sehen, was ihr tun müsst, um eine Zombie-Apokalypse zu überleben. Auf Wiedersehen!